So, Leute, es geht weiter. Und das erste Patch, das erste Update ist da, und zwar 1.03. Das beinhaltet einmal, dass man jetzt NPCs, also Händler auch, jetzt auf der Karte angezeigt bekommt. Die sehen so aus, diese Markierungen. Das heißt, man muss die sich jetzt nicht mehr selbst markieren. Dann die Schilde haben Buff bekommen, und zwar, dass die mehr Abwehr haben, also dass die mehr Schaden absorbieren, wenn die halt nicht jeden, also nicht 100% des Schadens absorbieren, kriegt man jetzt weniger Schaden. Manche Items oder manche Zauber, also zum Beispiel Komet oder Sternschauer, haben einen Buff bekommen, die ziehen jetzt mehr Schaden. Schmiedesteine kosten jetzt bei Händlern weniger, es wurde reduziert. Ein paar Questen waren scheinbar fehlerhaft, die wurden behoben, also die Fehler. Es gibt einen neuen NPC, und zwar der heißt Jar Bayern, weil Bayern, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, aber den habe ich jetzt noch nicht gefunden, oder den haben wir ja jetzt noch nicht gefunden, da weiß ich jetzt nicht, wo der ist. Vier NPCs haben ein Update, sag ich mal, oder eine weitere Phase von ihrer Questline bekommen. Einmal Dialos, Nepheli, Laux, Kenneth Haigt und der Gatekeeper Gostok sind das. Aber keine Ahnung, was da jetzt dazugekommen ist. Ich meine, wir hatten jetzt ja noch nicht viel von den verschiedenen Questlines mitbekommen, nur die Anfänge. Und Waffen, die nicht richtig skaliert wurden, das wurde jetzt auch gefixt. Also, weiß ich nicht, wenn da jetzt C bei einer Waffe steht und die hat dann mit D skaliert, wurde auf jeden Fall jetzt gefixt. Jetzt skalieren alle Waffen hoffentlich richtig. Ein paar Sachen wurden auch genervt. Und zwar die Magic, nicht Magic, die Mimic Tear Ash, also die, wo man mit der Asche, sag ich mal, ein Duplikat, ein Doppelgänger von sich erschaffen hat, dass jetzt der Schaden reduziert. Er ist nicht mehr so OP overpowered wie vorher. Der Schaden von diesem einem Stampfangriff da, wo man die. Dieser Froststampfer, nenne ich jetzt einfach mal. Wo man auf den Boden stampft, dann kommt diese Frost, dieser Frostboden. Das wurde jetzt auch genervt, also man macht weniger Schaden und es braucht viel länger, bis man ihn nochmal aktivieren kann. Also man kann das nicht mehr spammen. Der verursachte Schaden von dem Schwert von Nacht und Flammen wurde reduziert, also es macht auch nicht mehr so viel Schaden. Und die Schildbarriere, das wurde auch ein bisschen genervt, und zwar den Schaden, den Schildbarriere reduziert, wurde reduziert. Gut, das dazu. Wir sind ja jetzt hier nach, nochmal gucken, wie heißt das? Kaelit gegangen, das rote Gebiet hier. Ist ein bisschen zu heiß, das Pflaster. Also ich glaube, das ist so ein bisschen High Level angehaucht. Hust. Und mir ist eingefallen, dass wir ja hier noch die ach, hier hatten wir den hingesetzt. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo der ist. Hier mussten wir ja noch die 8 Obelisken finden, das hat ja jemand gesagt gehabt. Und dann würde ich sagen, dass wir das machen. Wir suchen uns jetzt da die 8 Obelisken raus. Ja. Und danach schauen wir weiter. Nach Siofre. Okay, also ich meine, es wurde gesagt, dass die Obelisken so aussehen. Also ich meine, es gibt ja hier genug von diesen Steinteilen da, die hier so rumstehen. Aber es gibt welche, die sind ein bisschen größer und leuchten. Und hiermit kann man scheinbar interagieren. Flamme entzünden. Oh, Rehe. Das wäre
Ich meine, es wurde gesagt 8. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. 8 oder 7. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also, das wäre schon mal 1 von 7 oder 8. So, nehmen wir ihn hier. Meine Güte. Der macht Schaden. Okay. Krabbeneier. Ich weiß nicht, wenn man stirbt, geht das dann weg? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe gerade richtig Bock, hier diese Hirsche zu töten. Okay. Genau, hier sind so kleine, die kann man nicht aktivieren, die zählen da nicht zu. Ja, genau, diese Geister waren ja auch irgendwie nervig. Kann ich mich noch dran entsinnen. Ich wette, es ist richtig dumm, dass ich jetzt, ach ja, wir kriegen ja eh Leben wieder. Ich wollte gerade sagen, ich schätze mal, dass es richtig dumm ist, dass wir uns nicht geheilt haben, aber ist ja eh egal. Wir haben eine Rüstung von dem bekommen. Ist das nicht ein Geist? Ah, da oben ist noch so ein Teil. War schon klar irgendwie, dass das hier in so einer Ecke ist. Der nächste. Okay, ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht irgendwie 50 Stück von den Pullen. Von den Geistern. Okay, der geht nach da. Oh, Junge! Jo, war klar. Jetzt haben wir die ganze Armee von denen am Hals. Aber wir haben ja einen Spell, der mehrere casht. Okay. So, der ist auch weg, der ist weg. Nehmen wir mal einen Zip. Vielleicht können wir den sogar noch backstabben, dann würden wir auch noch ein bisschen Leben wieder kriegen. Dann müssten wir jetzt nichts opfern dafür. Top. So, dann killen wir hier die Wildschweine. Okay, die machen jetzt irgendwie nicht viel. Ich hätte jetzt gedacht, die machen. Die versuchen uns mehr aufzuhalten. Gut, das wäre die 2 von, sagen wir mal 7. Ach, sagen wir mal 8. 2 von 8. Gut. Genau, hier ist irgendwie noch einer gespawnt. Das weiß ich noch. Der ist ins übelst in den Rücken gefallen. Und zwar als wir hier standen. Ist der hier irgendwie runtergefallen oder? Ach ne, der spawnt ja einfach. Ja gut. Ja gut. Jetzt werden wir auf jeden Fall gleich sehen, ob die Obelisken noch aktiviert sind oder ob sie es nicht sind. Aber ist noch aktiv. Wir können ja noch mal gucken, aber das sieht sehr aktiv aus. Oh shit. Meine Augen. So, lass uns mal hier so ein bisschen schneller sein. Die Frage ist jetzt halt, wenn ich ein Obelisk wäre, wo würde ich mich noch verstecken? Hier, das kennen wir ja schon. Da hinten ist ja der eine. Das heißt, hier wird irgendwie der nächste irgendwo hier, schätze ich mal, sein, ne? Ich meine, das würde ja einfach nur Sinn ergeben. Jo. Jo. Ja, die Viecher hier, die sind ja hier überall. Das ist ja anders nervig.
Oh Mann. Pelzkleidung. Okay, und er ist jetzt hier dieser Bogenschütze. Ach, die können das alle. Die können das also alle. Jetzt versuchen wir ihn nochmal zu backstabben. Jo. Ich kann mich nämlich noch entsinnen, dass wir hier waren. Und da sind ja diese Tausende, okay, Tausend ist jetzt übertrieben, diese drei Bogenschützen oder so, die da die ganze Zeit ihre Bogenskills raushängen lassen, was einfach anders nervig ist. Okay, hier haben wir noch ein Item. Oh, Drohnen. Oh, habe ich mich wohl vertan. Hier ist keiner. Wo könnte sich denn hier noch einer verstecken? Okay, also hier hatten wir, warte, wir können das ja markieren. Hier hatten wir einen, hier hatten wir einen. Hier ist ja, dass hier vielleicht einer ist, aber das ist echt ein bisschen nah. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier noch einer, das könnte noch sein. Ich meine jetzt so von der Entfernung zwischeneinander, wird das irgendwie Sinn machen. Ich dachte gerade, da hängt irgendwas an der Wand, aber das war nur ein Baum. Okay, da geht's hoch. Gut. Wahrscheinlich. Ist hier dann noch so ein Obelisk, oder? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Wird so tödlich. Hier ist noch ein Item. Oh, nice. Ja. Hier sehe ich gerade irgendwie keine Möglichkeit, da hinten hinzugehen. Aber das ist ja hier auch. Wow! In dem Gelände irgendwie, ne? Oder geht's hier irgendwie? Ne, lass uns mal lieber zurückgehen. Ich will's jetzt nicht riskieren, da auch noch runterzufallen. Ja. Okay, aber haben wir echt gut gesetzt, das blaue Ding hier. Wir gucken mal weiter. Also hier haben wir einen gehabt, hier haben wir einen gehabt. Da hinten ist keiner gewesen. Weiß ich nicht, vielleicht hier auf der Insel? Das wird vielleicht auch noch Sinn ergeben. Oh, eine Schildkröte. Eins Schildkröte. Eigentlich müsste man ja diese großen Obelisken schon, ja, aus der Ferne würde ich jetzt nicht sagen, aber man müsste die ja eigentlich schon gut sehen können. Uhuhu. Ah, hier ist einer. Gut, wir nehmen hier einen Zip und activaten dann hier. Das wäre dann die Nummer 3. Verstecken uns hier mal so ein bisschen. Aber das können wir jetzt natürlich nicht machen. Können wir uns hier so ein bisschen so verstecken, dass die aufhören, uns zu sehen zu wollen. Ja. Hier ist die 3. Ich schätze mal, dass das dann wirklich hier auf dem kompletten Streifen irgendwie sein wird, ne? Dann würde ich den nächsten irgendwie hier vermuten. Sprich. Da. Oder? Ja, sprich da. Mann. Hier, so.
So, gleich kriegen wir einen Pfeil in den Arsch. Jo, war klar. Dann lass uns mal hier so ein bisschen hinter die Bäume gehen. Wow, ich höre schon wieder Pfeile. Hier ist einer. Oh, der macht hier Spells. Oh Mann, ich hasse diese blöden Bogenschützen, ne? Hier haben wir Schmiedestein. Uhuhu. Alter, 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 Alter. Okay. Einen müssen wir gleich noch setzen. Einen hatten wir hier noch gefunden. Okay, also. Hier war noch einer. Und hier war ja einer. Das heißt, wir sind bei vier. Okay. Aber es ist echt nervig. Also diese Bogenschützen von denen, die sind wirklich anders nervig. Ich hoffe mal, wir triggern jetzt nicht so viele von denen. Am besten gar keine. Okay, hier sind wir gestorben. Hier ist noch einer. Wow, yo, Junge. Was ist denn los mit euch? Und da vorne ist direkt noch einer. Cool. Das heißt, da sind schon mal zwei. Da wären wir bei sechs. Da wären wir bei sechs. Okay, das war nicht hier. Oder war das hier? War das da? Sind wir da gestorben? Hier ist noch ein Item. Das Gute ist, hier sind Pflanzen. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber hier sind wenige von diesen blöden Bogenschützen irgendwie. Aber dafür andere Viecher. Ah. Ich hasse es. Ich meine, wir könnten es natürlich auch versuchen, jeden Einzelnen zu bezwingen. Aber da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Nerv zu. Gut, da hinten waren wir, da sind wir gestorben. Hier sind diese blöden. Ja, genau die. Alter, chill doch mal. Da ist noch eine Leiche, aber die, übersehen wir jetzt einfach mal. Gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, ab hier machen wir mal vielleicht wieder ein bisschen sneaky.
Von ihm gibt's ein Horn. Hoppa. Okay, da kommt direkt noch einer. Und zwar hier vorne. Na, lass mal ein bisschen den Magier raushängen, würde ich sagen. Gut, hier ist der nächste. Die 5. Aber da vorne ist halt direkt einer. Und da ist jetzt halt die große Frage: Wie kommen wir an diesen Blitzkugeln vorbei? Wie machen wir das? Weil die bewachen ja wirklich dieses Kackding. So, jetzt muss nur noch diese Kugel da weg. Ich meine, das ist ja auch irgendwie kein Gegner, ne? Also ich meine, das ist ja einfach nur so eine blöde Kugel. Okay, was ist mit ihr jetzt los? Wurden wir irgendwie entdeckt oder so? Ich glaube nicht. Aber ich meine, man kann ja auch diese Kugel irgendwie nicht anvisieren. Also irgendwie, dass man da irgendwie einen Spell drauf haut oder so. Das ist ja anders nervig. Dass sie da aber auch nicht weggehen will. Ich weiß nicht, kann man sich da irgendwie ransneaken oder so? An diese blöde Kugel? Aha. Man kann sich also ransneaken. Und hier haben wir auch direkt einen Ort der Gnade. Top. Das heißt, wir müssen nicht immer von da ganz hinten bis hierhin laufen. Irgendwie hat er den nicht. Und die 1 ist auch weg? Die 1 floh hier. Ah, man hat nur eine bestimmte Anzahl, okay. Ja. Wir sind bei 6. Pack ich die halt hier weg. Wir sind bei 6, das heißt, wir brauchen rein theoretisch nur noch 2. Ja, ich wollte nochmal sicher gehen, dass das nicht auch resettet wird, wenn man rastet. Okay, wo sind die letzten beiden? So, wir werden jetzt hier weiter uns so sneaky vorankämpfen. Weil ich glaube, das ist echt am besten. Okay, hier sind jetzt 1000 Viecher.
Da hinten sehe ich noch so einen Käfer. Okay, der ist weg. Und die anderen haben das auch nicht mitbekommen. Das hat schon wieder keiner mitbekommen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Okay, der steht da so hinten und stampft mit seinem Fuß. Hier ist noch ein Item. Kämpfen die denn hier so? Top. Damit wird er auch tot. Ah, und das waren ja diese Scharfschützen, die wir beim letzten Mal nicht machen konnten. Weil die einfach viel zu strong waren. Die haben uns ja aus 500 Metern gefühlt schon geheadshottet. Gott, wir werden jetzt hier richtig langsam versuchen, uns hier Stück für Stück irgendwie ranzuschleichen. Genau, hier ist man dann gespawnt. An dem Ding. Okay. Da ist auch noch ein Obelisk. Ich weiß gar nicht, sollen wir den mal versuchen? Man wäre ja schon echt gut, wenn wir den machen könnten, aber ich glaube, wir würden dann gesehen werden. Ich meine, wir gehen später nochmal zurück. Dann können wir uns den ja immer noch holen. Wir wissen ja jetzt, wo er ist. Ah, warte mal, ich kenne mich. Hier ist der, ne? Ne, das will ich nicht. Da packen wir hin. Einen Diamanten. Dann wissen wir, dass da was ist. Okay. Hier sind zwei. Das heißt, am besten ist, wir nehmen diese. Wir wurden aber sonst nicht entdeckt. Sogar die letzte Ratte da hat uns überhaupt nicht bemerkt. Können wir die backstabben? Uns einmal. Oh! Geile Axt. Ein paar Pfeile. Das ist jetzt die 7. Sprich, falls es noch einen gibt. Ich meine, es waren 8. Brauchen wir jetzt noch einen. Okay, die kommen auf uns zu. Oder kommen die nicht auf uns zu? Na gut. So, komm her.
die haben wir jetzt auch gemacht, die Ratte. Hier sind echt viele Ratten unterwegs. Ja gut, wir sind hier auch schon fast da. Bäh. Okay, hier sind... Hier ist auch nur die eine Ratte. Komm ran. Blödes Ratten geht hier. Boah, diese Blutlache, ne? Oh, oh. Das war knapp. Ich hoffe, wir triggern jetzt hier nicht irgendeinen von diesen Geistern. Junge. Alter. Ey, die kommen jetzt von überall. Schon wieder zwei Ratten dazu. Sind wir schon wieder bei drei. Bloß nicht hier runterfallen. Okay, er hat so viel schneller als er. Gut, die anderen haben uns nicht bemerkt, sonst könnten wir nicht auf die Karte zugreifen. Ja, das war jetzt ein Geraffel. Ich sehe aktuell keinen mehr. Bis auf den einen, der da jetzt noch läuft. Aber ich bin mir... Also okay, hier sind noch zwei. Da bin ich mir recht unsicher. Wir lassen uns mal jetzt nochmal in die andere Richtung gehen. Ich meine, jetzt haben wir hier oben schon mal einen mit Bogen weggesneakt. Ich fände das ganz gut, wenn wir den einen auch noch pullen könnten irgendwie. Naja. Oh shit. Der ist weg. Jetzt die Frage, wo ist der andere abgeblieben? Weil ich meine, wir haben jetzt alle weggehauen. Aber dieser eine ist ja jetzt gerade verschwunden. Also hier unten war ja irgendwo... Genau. Hier war ja... der Gnade, den wir beim letzten Mal nicht erreichen konnten.
Und hier bräuchten wir, oder hier brauchen wir einmal so einen Steinschlüssel. Davon haben wir ja einen. Nicht genug Steinschlüssel? Wir haben noch einen. Ja, wir haben noch einen Steinschlüssel. Oder brauchen wir mehrere? Steinschlüssel nutzen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier war mal ein Lager. Aber hier ist sonst auch nichts. Schätze ich mal. Ich frage mich nur, wer hier sein Lager aufstellt. Der muss doch vollkommen crazy sein. Hier ist jetzt nichts mehr. Hier ist jetzt nichts mehr. Das heißt, wir könnten rein theoretisch jetzt gleich mal zurückgehen. Ah, da ist noch so eine Säule. Und das heißt, wir können da unten jetzt dann den diesen einen Käfer da machen und mal gucken. Also es sieht so aus, als würde er uns eine, also wenn er weiß ist, gibt er uns ja eine Asche. Wenn er blau ist, gibt er uns Magie. Und ansonsten habe ich, also bei Rot gibt halt Leben, ne? Aber ansonsten hätte ich halt keine Ahnung. Was anderes gibt es ja glaube ich auch nicht. Gut, jetzt haben wir die Ratten weggemacht. Jetzt gehen wir hier noch in eine gute Position, sodass wir die beiden erwischen. So. Easy. Gut. Und das ist die Nummer 8. Da, irgendwo sammelt sich Kraft. Top. Gut. Ja, ja, ich geh weg. Und da wir das hier jetzt noch wussten oder noch wissen, müssen wir uns das ja auch nicht mehr anzeigen lassen, weil dann machen wir das ja jetzt. Er ist weiß, so wie das aussieht. Das bedeutet, dass er eine Asche gibt. Gut. Was gibt er? Ein Duell. Ja gut. Haben wir 3400, das reicht nicht, aber dann lasst uns jetzt mal hier zu dem Spirit gehen, wo wir am Anfang ja dachten, dass das einfach nur ein Leichnam ist, aber ich meine, man kennt ja From Software, ist ja eigentlich schon fast klar, dass so ein großer Leichnam, der in einer ein Heilighornland so groß vor sich hin wittert, irgendwas verbirgt. So, das ist er. Der Hübsche. Der Spirit. Und dann gucken wir doch mal, was er da drauf hat. Gehörnte Überreste berühren. Dann berühren wir ihn mal. Okay, wir sind jetzt hier in so einer Zwischenwelt gelandet.
Hier haben wir so einen Rückholpunkt, so eine Statue. Oh, da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie hart dieser Bossfight wird. Wir holen uns erstmal. Ach, da ist sie. Da ist er. Ahnengeist. The Spirit of the Hawk. Alter. Okay. Was machen wir? Oh, wir machen einfach einen Schaden. Hoppa. Dürfen wir uns nicht treffen lassen. Und ausweichen. Ah, Mist. Die ganze Agro ab. Okay. Sind irgendwelche Geister scheinbar. Naja, den hasse ich. Ah. Komm schon, komm schon. Ah, jetzt nur nicht zu viel wollen. Ah, oh, Gott sei Dank. Nice. Genau, das ist Ahnenjüngerasche. Das sind diese. Genau, das sind diese Viecher, die wir ja gerade bekämpft hatten, oder nicht? Also, diese Geister. Oh mein Gott, first try. Tolles Ding, also der. Er hat echt Bock gemacht, muss ich sagen. Okay, wir sind hier. Müssen wir jetzt hier irgendwie. Hier wieder zurück zum Eingang oder was? Alter Falter, also da habe ich kurz Puls gekriegt. Da müssen wir uns einfach nur wegteleportieren. Die einfach nur wegteleportieren, ne? Alter Falter. Also jetzt ist da die Frage, ne? Wie kommen wir hier hoch? Kommen wir hier da hoch oder? Ich weiß es nicht. Oder müssen wir hier rein dafür? Wir haben jetzt richtig viele Runen. Können wir natürlich erstmal hier reinhauen, aber das Ding ist, ich will mich halt, also ich wette, ich habe mich schon übelst verskillt, aber ich will mich halt nicht verskillen, so. Ich meine, mehr Ausdauer ist halt auch so ein Must-Have, ne? Dann lass uns das hier mal markieren. Den vermeintlichen Ort.
und dann mal hier lang rennen, in der Hoffnung, von diesen meisterhaften Sniper-Schützen nicht direkt gefressen zu werden. Hoppa. Alter. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir hier hoch, oder was? Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr... Okay, das ist auch direkt weg. Ah, hier ist auf jeden Fall so ein goldener Samen, den wir uns noch holen können. Das ist auch gut und richtig so. Gut, geht das jetzt hier irgendwie hoch, oder... Vielleicht mit dem Reittier? Ich muss immer an dieses blöde Reittier jetzt denken. Nee, das ist zu hoch auch fürs Reittier. Naja, ich weiß nicht. Lass uns mal hier hingehen. Weil hier wollten wir auch einmal gucken, ob wir da jetzt langkommen. Das finde ich ganz interessant, mal zu wissen, ob das jetzt funktioniert. Der ist noch da, ja okay, der ist noch da. Aber falls wir es nicht schaffen. Gut, vielleicht kann man die ja irgendwie einzeln triggern. Da steht auf jeden Fall schon mal einer auf. Und einer reicht auch. Na, Mist, jetzt steht schon der nächste auf und jetzt stehen alle auf. RIP. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Fan von denen. Auf den Sack. Aber die kommen nur bis hierhin. Und am Bein hat er also eine übelste Schwachstelle. Das hat mich doch noch gekriegt. Hoppa. Gehen wir zurück, das heißt, er ist erstmal nicht getriggert. Jetzt ist er getriggert. Top. Oh Mann. Ich hasse es. Da gehen wir erstmal ein bisschen zurück. Ich muss nämlich sein Bein wieder anvisieren können, da kriegt er ja am meisten Schaden.
Okay, einmal wenigstens getroffen. Jo, nein, Panic Roll. Komm schon, die. Der erste ist tot. Fehlen noch genug. So, er mit seinem Schießen kommt auf jeden Fall schon mal bis hier hin. Anders nervig. Ah, ich hasse es. Diese Reichweite, ne? Ach, der trifft den. Oh mein Gott. Dieser Schütze trifft einfach seinen eigenen Kumpel. Das ist ja funny. Komm, treff ihn nochmal. Noch eigentlich wieder treffen. Dann hier. Ah, Mist. Ich hatte so die Hoffnung. Vielleicht trifft er ihn ja jetzt. Ja. Oh, ist das gut. Er trifft ihn einfach. Feier ich halt anders. Und er hat ihn schon wieder getroffen. Ja, geh ruhig wieder zurück. Ist mir egal. Geh. Ich feier das so. Er schaltet seine eigenen Leute aus. Komm, zieh durch mit deinem Pfeil. Ach, schade. Ich meine, wofür irgendwie was ausgeben an FP? Feier ich so sehr. Er ist gleich tot. Mit Friendly Fire gekillt. Schade. Aber jetzt geht er wieder zurück. Vielleicht setzt nochmal Friendly Fire ein. Ah, schade. Dran vorbeigeschossen. Jo. Danke.
Er ist nicht der Schlauste, muss ich sagen. Bisschen weiter weg, ne, wegen der Audi. Ran. Zwei Hits. Wieder nach hinten, wegen der Audi. Easy. So, jetzt kriegen wir seinen Bogen. Nee, aber Großpfeiler, als ob wir die abschießen könnten. Die könnten wir nie im Leben. Die können wir noch nicht mal hochheben, könnten wir die. Aber egal, wir haben es geschafft. Das ist ja das, was zählt. Zwar ein bisschen sneaky, aber... Dann untersuchen wir das doch mal. Und gucken mal, wohin wir gebracht werden. Wow, wir sind von hier nach da. Dann können wir auch das Ding weghauen, weil wir haben es ja jetzt geschafft. Kriegen wir das denn auf? Heiliger Turm. In der Fall, also wenn das massive Steintore sind, müssen wir trainiert haben, um die aufzukriegen. Oh, sieht aber geil aus, muss ich sagen. Sieht cool aus. Okay, das sieht aus wie so ein Fahrstuhl. Was haben wir hier? Kiste versuchen. Okay. Wir versuchen mal lieber Fahrstuhl anstatt Geste. Und jetzt ist das eine Falle und wir werden oben zerquetscht. Oh Junge, will ich das feiern. Wir haben das jetzt alles gemacht, nur um von diesem Fahrstuhl gegen die Wand da oben gedrückt zu werden, also gegen die Decke. So, und wenn wir das Geheimnis gelöst haben, dann werde ich das, Video auch erstmal beenden. So als Vorwarnung schon. Okay. Hier kämpft einer. Hier ist ein Dings der Gnade. Hier kann man Suizid begehen. Tu es, tu es. Gott zu. Und wie kommt denn hier oben Laub hin? Ist hier ein... Ich wollte gerade sagen, ist hier ein Baum? Wollte eigentlich nur als Witz sagen, aber hier ist ein Baum. Vorsicht vor gerade erst begonnen. Kraft einer großen Hunde wiederherstellen. Oh nein, sind das diese Finger von der Fingerleserin? Oh, ich
finde die Dinger so eklig. Echt, also. Ja gut, wir haben jetzt eine große. Wo ist denn die? Da. Ach, Godrics große Rune erhöht alle Attribute. Müssen wir die irgendwie einsetzen, nutzen? Hä? Können die irgendwie ausrüsten? Nee. Ja, das wäre dumm. Oder erhöht die jetzt einfach alle? So, ja. Ist halt erhöht jetzt. Okay. Geiles Ding. Jo, dann lasst uns mal hier hingehen, weil dann wollten wir ja erstmal gen Norden ziehen, weil ich ja gesagt habe, dass im Osten bei Khalid, dieses rote Gebiet, kommen wir sehr High Level rüber und hier haben wir eigentlich ganz gut klar. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, lasst uns erstmal hier weitermachen und später dann da. Gut, dann würde ich erstmal sagen, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.